Elgato hat seiner Facecam ein Update spendiert. Mit der MK2 geht die erste eigene Kamera nun in die zweite Runde und kommt direkt mit ein paar kleineren und größeren Neuerungen daher. Was die Cam alles drauf hat und was sich im Vergleich zum Vorgänger geändert hat, das erfahrt ihr wie immer hier. Hinsichtlich des Lieferumfangs ist alles beim Alten geblieben. Neben der Kamera bekommt ihr ein 2 Meter langes USB-Kabel zum Anschließen an eurem PC. Dabei handelt es sich um eines mit USB-A-Stecker auf der PC-Seite. Ein Adapter auf USB-C ist nicht dabei. Schon beim ersten Blick auf die Kamera fallen erste Veränderungen zum Vorgänger auf. Die MK2 ist eine Ecke kleiner geworden und wirkt nicht mehr ganz so wuchtig wie zuvor. Zudem gibt es ein eher kleines Update beim vormontierten Standfuß. Der ist recht deutlich von der Facecam Pro inspiriert, erlaubt jetzt eine noch etwas stärkere Neigung nach unten und setzt zudem zum Befestigen auf eine separat drehbare Schraube. Im Ergebnis sitzt die Cam damit noch etwas flacher auf dem Monitor, was sie ein wenig mehr auf Augenhöhe bringt. Neben der Neigung lässt sich die Kamera zudem noch beliebig drehen, um den perfekten Aufnahmewinkel zu finden. Ein seitliches Neigen ist hier allerdings nicht möglich. Wer lieber auf ein anderes Stativ setzen möchte, findet an der Unterseite wieder ein 1/4 Zoll Gewinde. Mit diesem könnt ihr die Kamera problemlos an einem Multi-Mount oder jedem beliebigen anderen Kamerastativ montieren. Wer hier etwas genauer aufgepasst hat, hat bestimmt auch schon ein etwas versteckteres Feature gesehen. Statt wie beim Vorgänger auf einen abnehmbaren magnetischen Deckel zu setzen, gibt es dieses Mal einen integrierten Shutter, um eure Privatsphäre zu gewährleisten. Den kann man deutlich schwieriger verlieren, was für mich schon mal ein dicker Pluspunkt ist. Aber auch im Inneren hat sich einiges getan. Grob gleich geblieben sind der Blickwinkel, die Auflösung mit 1080p bei 60 Bildern pro Sekunde und natürlich, für mich nach wie vor ein Highlight, die Möglichkeit, sämtliche Einstellungen direkt auf der Kamera zu speichern. Ebenfalls gleich geblieben ist der Fokus. Auch bei der MK2 wird wieder auf einen festen Fokusbereich von 30 bis 120 cm gesetzt. So gibt es kein Bildpumpen, aber auch keine besonders scharfen Bilder, wenn ihr zum Beispiel etwas näher an die Kamera halten wollt. Etwas gänzlich Neues gibt es beim Sensor. Der wurde offenbar durch ein anderes Modell ersetzt, das aber ebenfalls aus der Sony Starvis-Reihe stammt. Der neue Sensor soll ein natürlicheres Bild liefern, bessere Lowlight-Performance und dieses Mal auch einen HDR-Modus bieten. Auch ein 120fps-Modus ist bei 720p-Auflösung dazugekommen. Etwas unspektakulärer, aber trotzdem praktisch, ist ein neuer USB-2-Modus. Die Kamera bietet nach wie vor eine unkomprimierte Bildübertragung. Darüber hinaus ist sie aber nun eben USB-2 kompatibel und sendet dann ein klassisches MJPEG-komprimiertes Signal, was sich insbesondere dann anbietet, wenn euer USB-Controller schon stark belastet ist, beispielsweise durch Capture-Karten. Die qualitativen Unterschiede halten sich dabei aber echt in Grenzen. Als weiteres Extra gibt es aber nun auch die Möglichkeit, nicht nur ins Bild rein zu zoomen, sondern auch den Bildausschnitt genau wie bei der Facecam Pro auszuwählen. Alles wie immer auch abruf- und steuerbar über das Stream Deck. Kommen wir damit zur Praxis. Was ihr ab jetzt sehen könnt, ist zunächst als kleine Erinnerung eine Aufnahme mit der Elgato Facecam MK1. Zugegeben ein gutes Bild, aber auch ein sehr markanter Bildlook mit starkem Kontrast und gefühlt leichtem Color Grading. Das hier ist dagegen die neue Facecam MK2. Wie man merkt, der Bildstil ist ein gänzlich anderer. Das Bild wirkt im direkten Vergleich deutlich flacher, aber auch natürlicher und leicht schärfer. Dabei übrigens nicht wundern, ich habe die Cam direkt mal in meinem Prompter positioniert. Durch den maximalen Bildwinkel ist davon jetzt ein wenig am unteren Rand zu sehen. Zur Bildqualität kann ich nur sagen, ich bin damit grundlegend zufrieden. Allerdings gibt es auch hier durchaus ein paar kleinere Schwächen. Zum Beispiel einen leichten Treppeneffekt bei feineren Strukturen, zum Beispiel wenn man hier jetzt auf mein T-Shirt achtet. Aber auch ein permanentes Grundrauschen selbst bei niedrigsten ISO-Einstellungen. Das fällt jetzt nicht groß auf, da die Standardeinstellung der Kamera ein Rauschfilter auf der Stufe Mittel vorsieht, trotzdem auch mit Rauschfilter gibt es hier zum Beispiel ein ganz leichtes Kriseln in den Übergängen hier der farblichen Bereiche im Hintergrund. Und auch die Automatik kann gerade bei kräftigen bunten Lichtern wie bei mir durchaus ein paar Probleme mit dem Weißabgleich bekommen, warum ich auch gerade mit manuellen Einstellungen unterwegs bin. Schauen wir dafür aber einfach mal in der Software vorbei. Als Software zum Einstellen kommt wieder Elgatos Camera Hub zum Einsatz. Gehen wir die Einstellung einfach mal der Reihe nach durch. Wie gehabt könnt ihr auch wieder in euer Bild reinzoomen. Was aber neu ist, ihr könnt den Bildausschnitt frei wählen, genauso wie man es von der Facecam Pro kennt. Ich werde den Bildausschnitt jetzt zum Beispiel mal so belassen, leicht reingezoomt, weil man eben so jetzt zum Beispiel die untere Kante von meinem Prompter ausblenden kann. Diese Einstellungen lassen sich auf vier verschiedenen Presets speichern, indem ihr einfach lange hier draufklickt. Und der Spaß ist, durch kurzen Klick könnt ihr das Ganze wieder abrufen und das funktioniert dann natürlich auch über euer Stream Deck. Außerdem sehr nett, es gibt eine Gesichtserkennung, mit der ihr euch selber verfolgen lassen könnt. Wenn ich das jetzt mal deaktiviere, ich muss mal etwas weiter reinzoomen und mich dann hier bewege, dann seht ihr, das Ganze verfolgt mich automatisch, allerdings habe ich hier keine Einstellmöglichkeit, was die Geschwindigkeit angeht.
Außerdem wieder mit dabei sind die typischen Bildeinstellungen. Das heißt, das Bild ist jetzt zum Beispiel etwas flacher, also könnte ich, wenn ich es mag, den Kontrast etwas erhöhen. Genauso habe ich Einfluss auf die Sättigung. Auch hier finde ich den Mittelwert ganz gut. Ebenso wie auf die Schärfe. Ein bisschen drüber wird schnell überschärft, ein bisschen drunter muss man aufpassen, weil das Bild eben schnell verschmiert. Insofern finde ich hier die neutrale Ausgangseinstellung mit am besten. Bei der Belichtung habt ihr die Option, ob ihr das Ganze automatisch lassen wollt, so wie ich das jetzt gerade mache, oder ob ihr die Einstellung manuell vornehmt. Für die Automatik gibt es insgesamt drei verschiedene Messmethoden. Mittelwert über das ganze Bild, mitten betont oder Spotmessung. Was dabei für euch am besten funktioniert, müsst ihr je nach Setup und Szenario ausprobieren. Außerdem könnt ihr sagen, wenn eine Messmethode nicht ganz zu euch passt, dass ihr die Helligkeit noch gegenkompensiert, indem ihr hier mit dem Slider die Helligkeit abhängig von der Messung etwas erhöht oder verringert. In meinem Fall passt das jetzt zum Beispiel gerade ganz gut. Wenn ihr das Ganze auf manuell stellt, habt ihr die Möglichkeit, die Verschlusszeit und den ISO-Wert einzustellen. Der ISO-Wert sollte im Idealfall natürlich so gering wie möglich sein und die Verschlusszeit eben darauf angepasst. Ich nehme ganz gerne ein 50stel, denn das funktioniert am besten hier mit unserer Netzfrequenz. Wenn ich das jetzt zum Beispiel einfach verändere, sieht man schnell ein Flackern hinten bei der Beleuchtung. Abseits dessen könnt ihr mit dem ISO-Wert natürlich auch noch gegenkorrigieren, allerdings je höher der ist, desto höher wird das Grundrauschen. Wenn ich das jetzt zum Beispiel einfach mal ausprobiere und zum Maximum gehe und das unsinnigerweise bei der Verschlusszeit gegenkompensiere, sieht man jetzt, dass das Bild total verrauscht ist und das, obwohl hier unten bereits eine Rauschunterdrückung aktiv ist. Damit also mal zurück zu den Ausgangseinstellungen. Na, ich würde sagen, ISO kann noch einen kleinen Tick höher. Und mal ausprobiert, was passiert, wenn wir die Rauschunterdrückung deaktivieren. Was hier auffällt, selbst jetzt mit ISO knapp bei 100 gibt es ein leichtes Grundrauschen, aber das hält sich insgesamt noch im Rahmen. Insofern würde ich das Ganze einfach bei Mittel belassen, weil das für mich ganz gut funktioniert hat. Wechseln wir damit wieder kurz zurück zur Automatik. Was jetzt außerdem neu in diesem Bereich ist, ist die Option dynamischer Bereich. Effektiv gibt es hier nämlich jetzt eine High Dynamic Range Option. Die funktioniert in meinem Setup allerdings jetzt nicht so gut, denn wenn ich das mal aktiviere, versucht das Bild, den ganzen dynamischen Bereich irgendwie ein bisschen zusammenzufassen, was dafür sorgt, dass die Lichter etwas dunkler werden und eben die dunklen Bereiche etwas heller, was aber bei mir dafür sorgt, dass es hier so ein total unangenehmes Flackern gibt. In natürlicheren Umgebungen funktioniert das aber nochmal deutlich besser. Insofern müsst ihr gucken, ob diese Option für euch überhaupt in Frage kommt. Bei guten Lichtverhältnissen können natürlich viele Kameras ein anständiges Bild zaubern. Wie sieht es aber aus, wenn die sich deutlich verschlechtern? Dazu werde ich jetzt einfach mal meine Videobeleuchtung komplett runterregeln. Und jetzt habe ich hier kaum noch Licht in meiner Umgebung. Trotzdem sieht das Ganze ganz passabel aus, trotzdem würde ich die Belichtung jetzt etwas nachkorrigieren, damit das etwas besser passt. So, und was jetzt aus meiner Sicht als erstes positiv auffällt, die Farben sind immer noch relativ natürlich. Trotzdem, wie man sehen kann, das Bild wirkt schon deutlich weicher und gerade hier an den Kanten kann man so leichte Probleme feststellen, die mit dem Rauschen zu tun haben. Das wird nämlich erst richtig deutlich, wenn ich die Rauschunterdrückung hier mal deaktiviere. Wie man sieht, eigentlich ist das Bild ganz schön verrauscht, aber in Kombination mit der Rauschunterdrückung wird das Bild aus meiner Sicht wieder durchaus brauchbar, insofern eine durchaus anständige Lösung. Auch wieder mit dabei ist der Weißabgleich. Den habe ich jetzt zum Beispiel manuell vorgenommen, weil das in meinem Setup einfach besser funktioniert. Wenn ich hier zum Beispiel das Ganze auf Automatik stelle, sieht man gerade in meinem Hautbereich, das sieht schon fast kränklich aus. Das Problem sind hier wieder die bunten Hintergrundlichter, die natürlich die Messung beeinflussen. Insofern für mein Setup besser geeignet ist die manuelle Option. Was ihr verwendet, hängt natürlich von eurem Setup ab und ob ihr eine eher statische Situation habt oder ob sich die Lichtverhältnisse regelmäßig ändern. Insofern einfach mal rumspielen, wie es am besten funktioniert. Was etwas schade ist, hier gibt es kein Tint Control wie jetzt neu bei der Facecam Pro, das würde ich mir an der Stelle noch wünschen, kann aber durchaus noch nachgepatcht werden. Hier unten im Bereich Bildverbesserung gibt es dann nochmal die Rauschunterdrückung und einen Flimmerfilter. Letzterer kann eigentlich immer auf 50 Hertz stehen bleiben, weil das unsere Netzfrequenz ist. Stelle ich das zum Beispiel auf 60, hat man hier ein leichtes Flimmern bei den Lichtern. Insofern einfach auf 50 belassen und alles ist gut. Auch wieder mit dabei ist natürlich die Effektsektion. Selbst ohne Greenscreen könnt ihr euren Hintergrund damit relativ leicht ersetzen. Allerdings auch, wie man es kennt, mit typischen Schwierigkeiten hier zum Beispiel bei meinem Gesicht, wenn es an Kanten geht. Aber was ich zum Beispiel ganz nett finde, ist der Unschärfefilter. Hiermit bekommt man einen leichten DSLR-Look, allerdings auch nur, nach meiner Meinung zumindest, bei 0%, weil das noch halbwegs natürlich aussieht. Ich würde es gerne noch weiter reduzieren, die Option gibt es aber leider nicht. Wenn ihr das Ganze erhöht, dann wird der Hintergrund komplett matschig, insofern trotzdem immerhin eine nette Option.
Auch mittlerweile in der Software integriert ist der Eye Contact Filter, wobei ich den persönlich ein klein wenig gruselig finde. Sobald man den aktiviert und sich weit genug in Richtung Kamera dreht, erscheinen künstliche Augen auf euren Augen, die immer auf die Kamera gerichtet sind. Und gerade das kann manchmal dazu führen, dass es etwas unnatürlich aussieht, gerade hier, wenn ich mich zur Seite drehe und man diesen Übergang bemerkt, ab wann die Augen ersetzt werden, das Ganze hat so ein bisschen Creepy-Vibe. Und zudem, wenn man jetzt zum Beispiel nur zwinkert, mit einem Auge, das kriegt der Filter nicht ganz hin und sieht eben noch gruseliger aus. Insofern eine nette Spielerei, ich persönlich bin nicht der größte Fan davon, aber trotzdem nett mit an Bord zu haben. Kommen wir damit zum Fazit. Die Facecam MK2 ist eine wirklich solide Weiterentwicklung einer bereits sehr guten Webcam. Die Neuerungen wirken durch die Bank durchdacht und bieten im Ergebnis nochmal ein merklich besseres Bild fürs Geld, allerdings trotzdem nicht ganz frei von Schwächen. Trotzdem gibt es hier wie gewohnt eine Menge Qualität und das zu einem moderaten Preis. Wie der Vorgänger ist auch die MK2 ab sofort für rund 150 Euro erhältlich. Was haltet ihr von der Facecam MK2? Wäre das eine Webcam für euer Setup? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Das war's von mir und ich würde sagen, tschüss bis zum nächsten Mal.